Oh fuck, das hat auch noch. Oh wow, was geht ab? So, und damit herzlich willkommen zum Let's Test Cavern Kings Beta, meine Freunde. Das ist ein. Ja, also ich hab's schon ein bisschen gespielt. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ja, ich hab's schon ein bisschen gespielt. Das ist so ein von wegen, komm tiefer, die Gegner werden stärker und du sammelst Waffen und zerstörst Blöcke und so Spiel. Also es macht schon ein klein wenig süchtig, muss man schon sagen. Man rennt da wirklich immer wieder häufig durch, aber man regt sich ein bisschen auf, dass man häufig dumm stirbt. Oder die Gegner einfach vielleicht noch ein bisschen zu viel Schaden machen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ich tippe einfach mal auf meine Dummheit. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich habe mir das bei Steam geholt und... Ja, weiß nicht, es schien mir relativ witzig, so auch in den Streams zwischendurch ein bisschen vielleicht zocken und so. Ich mache mir hier einfach Go. Und zwar kann man, ich habe jetzt diese beiden Charaktere auch noch freigeschaltet. Rex und Mishka. Am Anfang hat man Jack, ja, den ganz normalen Standardtypen. Normaler AP, normaler Damage, alles ganz normal. Rex hat ein klein wenig, also um die Hälfte weniger HP, keine 100, sondern 50. Und heilt sich aber für den Schaden, den man macht, also... Teilweise davon. Sowas wie Lifesteal in LOL. Und wir haben noch den Mishka, das ist der Olaf anscheinend hier. Umso weniger HP er hat, umso mehr Attack Speed hat er. Ich werde mit Rex ins Rennen gehen. Ich hoffe mal, keine Ahnung, dass wir da ein bisschen weit kommen. Ich werde einfach nur so 15 Minuten, denke ich mal, mit euch hier zocken. Und ja, ihr könnt euch eure Meinung über dieses Spiel bilden, machen, tun. Weiß der Geier, wie ihr wollt. Ich werde mit diesem kleinen mini entzündeten grünen Nippel werde ich dann einfach loslegen und die Gegner zerstören. Vielleicht mache ich ein, zwei, drei Videos davon, damit ihr viel seht. Vielleicht mit den drei Charakteren jeweils eine Folge. Mal sehen. Und ja, ich denke mal, ich lege einfach los, weil sonst wird das hier einfach noch viel zu lang. Und zwar habe ich schon ein paar Awards. Ich muss mich jetzt aber eben just beeilen, bevor ich euch das zeigen kann. Und zwar... So, muss man jetzt hier springen. Man hat einen Double Jump und dann hat man sein Grabwerkzeug. So, weil, ja, es gibt hier halt Geld und das Geld verschwindet nach einer Weile. Ja, und hier hat man halt so einen kleinen Bonus von 250 am Anfang schon. Und, ja, es gibt hier jedes Mal fängst du vom Neuen an. Level und, ja, ne? Ihr seht ja hier unten Level. Ich zeige euch jetzt hier eben nochmal, wenn ich die Kamera mal eben hier ausmache, habt ihr hier unten das Geld. Gems 250 habe ich gerade und ihr seht auch die Höhe, wo man sich gerade befindet. Das heißt, ich werde jetzt auch eben mal die Kamera für euch nach hier versetzen. Und ihr seht jetzt einfach auch die Höhe. Wir sind jetzt gerade minus, also die Tiefe, ist, das Spiel geht nach Tiefe. Wir sind minus 301, das heißt, wir sind 301 Füße hoch sozusagen. Über dem Untergrund und gleich geht es dann halt runter und dann geht's los. Ich habe schon 50 Chests geöffnet, 100 mal die Golems getötet, also 100 oder mehr, 100 Baby Bloodworms getötet, 100 kleine Eye Kits, 50 Crates gebroked, ne, oder broke Crates, gedöns. Und ja, ich hatte mit einem Helden schon über 10.000 Cash. Und da hinten ist halt so eine Boss-Belohnung, da habe ich so einen Riesenwurm gelegt und ja, das ist dann ganz toll, ne? Rekorde sind bei Tiefe 12.516, also man muss sich hier halt ja gegen sich selbst immer battlen sozusagen. Cash hatte ich 10.721, Level 19 war mein Max-Level und Kills hatte ich halt am meisten 12.021. Das kann man halt mit jedem Run versuchen zu schlagen. Ja, und das geht auch sofort los. Wenn ich hier mal auf Pause machen... darf. Ich werde hier mal das Volume einfach mal auf 60 stellen. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Oder 50. Ja, man sammelt hier direkt am Anfang eine Waffe auf. Die kann man dann auch nicht mehr wechseln. Beziehungsweise das ist dann einfach für den Run. Ist alles randommäßig. Also die Gegner, die kommen, sind random. Dein Grabwerkzeug, was du hierfür brauchst, ist random. Und die Waffe ist random. Einfach alles ist random. Und ja, du musst dann halt einfach damit leben, mit dem Grabwerkzeug, was du aufsammelst. Wir müssen jetzt die Gegner einfach töten, Gems aufsammeln und mit den Gems, also mit der Kohle, die wir aufsammeln, können wir dann halt Kisten öffnen, in der halt Upgrades für uns drin sind. Viele verschiedene, ganz viele tolle Upgrades und ich hasse das, wenn das passiert. Und zwar von Anfang an mehrere Würmer, die eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade die Shotgun hätte, ziemlich schwer zu besiegen sind. Also das ist momentan auch nicht so der Burner, beziehungsweise hier geht noch nicht so viel ab. Ich könnte diese Stages vielleicht nutzen und ein bisschen Geld farmen, aber ihr seht, so ein kleines Augenvieh, das bringt halt echt nicht viel. Das bringt
4 oder 5 Gold sozusagen. Crystal, Cash, wie ihr wollt. Aber es bringt halt auch ein bisschen Level. Level bringt halt mehr Leben. Ihr seht schon, wir haben 54 HP insgesamt und sind mit 50 gestartet. Das Ganze ist hier auch, ja, wir sind unter Druck gesetzt, weil da oben kommt einfach mal, und wir können uns auch selbst umbringen, übrigens, mit der Shotgun. Ja, es kommt jetzt einfach mal das runter, ja, und sagt uns von wegen, ey, Macker, seht zu. Und wenn wir da rankommen, dann werden wir sterben. Jetzt ist hier die erste Kiste, und zwar sagt es uns, wir brauchen 1000 Monies, um, ja, die Kiste zu öffnen. Deswegen sammeln wir Kohle. Und mit diesen Upgrades werden wir natürlich auch immer, 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 immer stärker. So. Jetzt sehen wir auch schon den nächsten komischen Gegner. Und zwar ein Auge, was einfach wirklich scheiße ist. Ich hasse die Augen. Weil das Geschoss, was das Auge loslässt, das kann durch Sand und alles durch und so. Und ich weiß nicht, was ich mit diesem scheiß Ei anfangen soll. Also ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt schon 1 Million Runs gemacht oder so. Mindestens. Und weiß immer noch nicht, was ich... Also ich habe das einmal aufgehoben, dann wurde mir der Kleine hier freigeschaltet. Aber danach weiß ich jetzt echt nicht mehr, was ich damit machen soll. Oh shit! Das ist halt das Ding bei den Würmern. Wenn man da die ganze Strecke lang, kriegt man durchgehend Damage. Ah, wir healen uns halt ein bisschen dagegen durch den Damage, durch unseren Lifestyle. Aber es hat halt nur dieser Charakter. Ich muss halt echt aufpassen. Mit dieser Waffe bin ich echt nicht so ein Mörder. Also ich hasse die eigentlich. Kann ich gleich sagen. Die Shotgun finde ich eigentlich mega abfuck. Weil man sich selbst Damage zufügt. Und in diesem Spiel kriegt man da kaum Leben zurück. Also nur als... Also mit diesem Charakter. Deswegen gefällt er mir momentan auch am besten. Zumindest von den Charakteren, die ich freigeschaltet habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich an die anderen rankommen soll. Oder was ich dafür machen muss. Hier haben wir jetzt eine TNT-Kiste. Die sprenge ich jetzt einfach mal. Und dann wird hier auch ein bisschen was... Seht ihr, ne? Kommt dann TNT raus und alles und macht uns Freude mit klein wenig Explosion. Da oben sind diese metallenen Kisten, da ist ordentlich Cash drin. Also wenn man da rankommt, dann sollte man die unbedingt aufmachen. Und neben diesen komischen Augen sollte man auch nicht unbedingt sterben. Also wenn ihr das Spiel spielt, guckt einfach mal auf Steam, Cavern Kings. Kostet nicht allzu viel, 10 Euro. Ist in der Beta jetzt, ja... Wenn man neben diesen Augen, die explodieren halt, wenn sie sterben und machen ordentlich Damage. Seht ihr die ganzen Kristalle, die da oben rumliegen? Oh mein Gott, es hagelt Geld! Oh, lecko mio! Aber ich will nicht sterben! Oh, es wird ein bisschen knapp jetzt, es wird ein bisschen englisch. Aber, Leute, wir mögen es ja eng. Ich öffne diese Kiste und was kriegen wir? Wir kriegen... Periodically drops a knife. Das heißt, randommäßig. Shit. Wir haben 3 auf einmal gelöst. Einfach so klatsch. Ohne. Und wir haben jetzt auch neue Gegner. Golems. So, wenn wir jetzt also. Wir haben die Chance bei jedem Schuss oder so. Ähnlich. Ne? Haben wir die Chance. Jetzt. Dass ein Schwert gedroppt wird. Und das macht halt extra Damage nochmal. Das fliegt so rum. So, das ist das erste Upgrade hier in unserem Run. Das wir aufsammeln. Relativ spät, finde ich. Also, hätte schon mal... Es gab Runs, da lief die ganze Sache ein bisschen besser. Ah, ich hasse die. Die machen einfach... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die Hersteller noch nicht so richtig geschnallt haben, aber die Golems machen so übertriebenen Damage. Wenn du an die rankommst, dann klatschen die dich einfach fast instant um. So. So ist es natürlich das Klügste, Leute. Sich das hier so schön freibuddeln und dann... Wir jetzt, weil wir, Shotgun haben, müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen, aber mit anderen Waffen kann man die Kiste dann einfach so clearen. Oh nein, oh nein, oh nein, der Wurm kommt hier in die... Also, die kommen auch einfach so durch. Huh. So, Life-Rack ist das, was wir aufgesammelt haben. Ich kenne halt die Items schon ein klein wenig. Ja, das ist halt Life-Rack. Das ist sehr, sehr nützlich. Jetzt haben wir halt schon Life-Rack und wir haben unseren Life-Steal, den wir so von Natur aus haben. Oh, das ist ein besonders schneller Golem. Auch Instant Down. Also langsam gefällt mir die Shotgun. Was ist da los? Die rotzt ja übelst rein, ey. Wie wir die auch diesen ganzen Haufen Golems einfach so schnieke mal umgehauen haben. Das war gar nicht mal so schlecht. Also fast eine Erektion bekommen. So, blub. So, jetzt haben wir auch noch die Chance, randomly einen, ja, Boxhandschuh. Jedes Mal, wenn es so bing, bing macht, dann könnte einer droppen. Hier, guckt euch das an. Da, bing, bing, bing. So, ist halt eine Chance darauf.
Und ja, mit diesen Flügeln, die wir jetzt hier anhaben, haben wir noch einen Extrasprung. Wir hatten ja den Doppelsprung, jetzt haben wir den Triplesprung. Für die, die es interessiert, was jetzt auch das Flügelding bedeuten soll. Ja. Also ich fühle mich schon irgendwie wie ein Nerd. Keine Ahnung, also ich kenne dieses Spiel schon fast in- und auswendig. Was ist da los? Na gut, es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Items und es gibt sau viele Charaktere, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Und ich habe echt keinen Schimmer, wie ich die freischalten soll. Soll ich da irgendwie 5 Millionen Meter in die Tiefe? Nach einer Weile wird es halt echt schwer. Und wenn du die falschen Waffen hast, kackst du echt rein. Oder zu wenig Upgrades oder so. Weil es kommen halt auch Bosse, wie dieser Wurm, den ihr oben gesehen habt. Der ist halt schon... Der ist eigentlich ganz schön lame, finde ich. Aber ja, da gibt es auch noch einen anderen. Und das ist so ein Riesenauge. Aber vielleicht kriegen wir den ja... Also will ich hier mal nicht zu sehr spoilern, wenn das... Yo, Cash! So, wir heilen uns immer wieder, wir kriegen immer wieder Schaden, heilen uns durch unseren, ja, durch unseren Life-Rack und durch unseren, wie soll ich das nennen, soll ich das Passive nennen? Ich bin so lol gestört, ey. Keine Ahnung, das ist halt unsere Fähigkeit, die wir dabei haben. Den Triple Jump natürlich noch. Wodurch wir es jetzt natürlich auch geschafft haben, die Kiste von oben da rauszuholen und uns das ganze Cash zu gönnen. Und natürlich droppen wir auch die Gegner ein bisschen Heal. Das ist natürlich auch mit dabei. Aber es ist echt nicht so viel. Da freue ich mich schon über den Live-Rack und über das, was der Champ halt kann, ne? Über die Passive. Freue ich mich echt immens. Weil meistens scheitert es halt daran, dass man wenig HP hat in diesem Spiel. Und wow, fuck! Oh mein Gott, das war eigentlich ein mega guter Run. Wir haben einfach 11.600, haben wir 11.600 Kills gemacht? Oder 1.600? Ich glaube 1.600 Kills gemacht, waren 4.500 Meter tief. Level 10, diese Upgrades. Scheiße! Ich war gerade neben der Wand und hab diese scheiß Shotgun benutzt. Egal, komm. Dieses Video geht noch ein Run mit Rex. Auf geht's. Oh nein. Wir haben ein neues Buddler-Item und zwar kann der das hier. Pui! Und haut halt ordentlich was um. Und du kannst dich halt ein bisschen damit porten, aber ich finde das halt echt scheiße. Und dann und... Oh! Auch noch diese Waffe. Ich hasse diese Waffe. Die hat übelst Rückstoß. Ne? Und... Es ist einfach kacke, scheiße, dieser Run kann nichts werden. Weil ich sterbe bestimmt gleich in den nächsten 2 Sekunden. Ne? Was cool ist, also wenn du jetzt diese Waffe die ganze Zeit benutzt, Leute, hier an der Seite, bleiben die ganze Zeit die Dinger stecken. Oh, fuck! Nee, ich sterbe nicht, weil ich, weil die Waffe scheiße ist oder so, weil ich scheiße bin, sterbe ich. Oh, Jungs und Mädels, ey. Ich werde verrückt. So, jetzt wenn für dich... Guckt euch das an, so wenig Damage. Ich brauche 5 Jahre, um diese Kiste zu clearen. Oh, schön, ein Herz. Oh, fuck! Ich häng da in der Lücke drin und dieser Wurm kommt angekrochen, ey. Oh, wow. Oh Mann, wir haben ein Upgrade. Sieht es so schnell, stirbt man in diesem Spiel auch rein, Alter. Das kann Run nach Run gehen. Komm, wir versuchen es noch einmal. Los, Leute. Dieser Run wird besser. Dieser wird besser. Komm schon. Wir haben jetzt ein... Ach nee, das hatte ich vorhin auch, oder? Ich glaube schon. In dem ersten Run hatten wir das, glaube ich, auch. Was soll's? Go. Oh. Auf diesem Eis rutscht man immer richtig krass rum mit der Waffe. So. Pew. Ich muss das wegrollen hier. Ach nee, das geht nicht, ey. Oh. Das Ding ist, häufig sterbe ich in diesem Spiel einfach wegen Greed. Ah, so. Wenn man halt den Stein abknallt oder wegmacht, wo der Kack halt drauf ist, dann verschwindet das auch. So, wir können eigentlich von hier uns verkrümeln, wir kriegen da keine 1000 Gold zusammen. Was ist das für eine Scheiß-Stage? Da oben sind keine Kisten drin oder so, dass man irgendwas looten kann. Wir können uns gleich wieder verkrümeln hier. Also auf so schlechten Stages brauchen wir nicht rumgammeln. Komm. So. Damit hätten wir das. Oh. So. Oh, fuck. Das hat auch noch... Oh, wow. Was geht ab? Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Das ist nicht wahr. Der Scheißwurm, die Bombe und... Oh. Verdammt, wir hatten auch kein einziges Upgrade, ey. Leute, was ist da los? Okay, ich würde sagen, das war das erste Let's Test Cavern Kings Beta.
Wir werden in der nächsten Folge, ich glaube, ich werde wirklich drei machen mit den einzelnen Charakteren. In der nächsten Folge werden wir dann einfach mal Jack auspacken und dann werden wir einfach Olaf nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Test Coven Kings. Bis demnächst. Haut rein und ich hau den Steam-Link einfach mal in die Beschreibung. Ne? Gönnt es euch.